Moin Moin Leute, willkommen wieder bei einem neuen Video. Heute mal wieder mit einem Video über den MX-5. Und zwar werde ich heute mit dem MX-5 so ein paar Kleinigkeiten machen. Und zwar werde ich heute einmal das Kühlsystem abdrücken, weil da habe ich irgendwo ein relativ nerviges Leck, was ich nicht so wirklich finden kann. Und jetzt habe ich mir so ein Kühlsystem-Abdrückgerät oder wie man das so mal nennt, gekauft. Und werde das Kühlsystem abdrücken. Dann werde ich noch, wo habe ich denn liegen, so ein Batterie-Cut-Off-Switch-Gedöns. Werde ich auch noch einbauen, weil falls der MX-5 mal wieder ein paar mehr Tage steht oder Wochen steht, muss ich die Batterie nicht hinten abklemmen oder für, keine Ahnung, Innenraum arbeiten, wo ich die Elektronik für abhaben muss oder wo ich an der Elektronik was mache. Dann kann ich die Sachen eben abklemmen, ist dann relativ nice, eben schnell gemacht. Und ich werde noch die Leitung, die ich da drin habe, die werde ich auch nochmal isolieren und ich glaube auch nochmal die Scheinwerfer ein bisschen aufpolieren. Gucken, vielleicht kommt noch irgendwas dazu. Ja, das wird so ein kleines Kleinigkeiten-Video, wo halt alles so ein bisschen reingeschmissen wird an die Sachen, die ich unbedingt beim MX-5 mal eben machen möchte, was jetzt kein eigenes Video wert ist. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich nehme zum Abdrücken. Ich habe mir jetzt online so ein Abdrückgerät bestellt. Im Prinzip ist es einfach eine Pumpe, womit du dann auf das Kühlsystem, also dort vorne, Druck drauf gibst. Ich gebe da jetzt ungefähr 1 Bar drauf, weil auf der Klappe auch 1,3 Bar drauf steht. Deswegen gebe ich da mal 1 Bar drauf. Dann wartet man ein paar Minuten und wenn das noch dieselbe Barzahl ist, die man hier ablesen kann, wenn das dann noch 1 Bar ist, dann ist das System dicht. Aber wenn das dann irgendwo Luft verliert, was man hoffentlich dann noch irgendwo sehen wird, dann weiß man, wo es undicht ist. Gut, ich werde jetzt mal ganz kurz warten, weil der Wagen ist noch relativ heiß mit dem Abdrücken. Da werde ich noch mal ein bisschen mit warten. Hier steht auch übrigens die 1,3 Bar. So, ich fange jetzt hier erstmal im Kofferraum an. Bitte ignoriert die ganzen offenen Kabel, die werde ich noch irgendwann mal vernünftig hinlegen. Ich fange aber jetzt im Kofferraum an, werde erstmal die Batterie rausnehmen und dann das Teil hier auf den Negativpol drauf tun. Und dann war es das eigentlich schon. Ich muss mal gucken, wie ich den da drauf tue, weil das hier kommt halt, also der Teil hier kommt halt auf den Negativpol und hier packt man den dann später wieder dran. Und hierdurch kann man das dann immer wieder anschließen oder halt wieder abmachen. Ich werde mal gucken, wie gut das da hinten so reinpasst, weil das doch relativ eng ist. Das mache ich eben und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das Ganze ist jetzt angebaut. Ich werde mal einen kleinen Test machen. Ich habe jetzt das Ganze hier disconnected. Ich mache den mal eben dran. Gucken, ob das noch alles passt. So, jetzt ist er dran. Jetzt dürfte theoretisch in dem Auto richtig das Licht angehen. So, jetzt gehe ich einfach mal nach hinten hin. Mach den ab. Mal gucken, wie schnell das reagiert. Sieht man das Licht? Ich weiß ja, man sieht es so ganz eben. So, noch was dran, noch was an. Aus. Nice! Und wenn ich das jetzt wieder dran mache, das wieder dran, das lose. Und kann man einfach ein gutes Stück losdrehen. Und da hat man den Strom weg. Geil! Ich baue das Ganze jetzt mal wieder komplett fertig. Beziehungsweise zusammen. Und dann will ich mal hoffen, dass der Kühler vorne ein bisschen abgekühlt ist. Und ich da vorne weitermachen kann. So, der Wasserkühler ist immer noch nicht so wirklich kalt genug, um das jetzt auszuprobieren. Übrigens, das hier ist so ein improvisierter Kühlkörper, damit das ein bisschen schneller abkühlt. Ob es was bringt, weiß ich nicht. Deswegen werde ich hier vorne hingehen und mal eben ja, das Kabel, was ihr überhaupt gar nicht seht, werde ich auch mal eben so einpacken und dann gehe ich beim Kühler bei. So, das Ganze habe ich jetzt eingepackt. Hier unten kann man den Stecker sehen und das geht dann so bis dort vorne. Geht das dann hier hinten hin. Der Kühler ist jetzt auch kalt. Ja, man kann ihn ohne Probleme anpacken. Deswegen werde ich jetzt mal gucken, wo es leckt. Wie gesagt, das hat hier vorne einmal geleckt, wo ich den anderen, also wo ich den Fanshroud eingebaut habe und hier hinten die Kabel bzw. die Schläuche abgemacht. Da hat das mal ganz gut rausgesprüht. Und das ist halt alles hier auf der Downpipe und sowas drauf gelandet. Und jetzt habe ich halt noch die Vermutung, weil die Downpipe oder weil das hier aus dieser Area so ein bisschen raus braucht, habe ich das Gefühl bzw. das Vermutung, dass ich irgendwo noch ein Leck habe.
Aber wie gesagt, ich kann es nicht so finden. Hier kommt nichts mehr raus und da unten ist jetzt auch nichts irgendwie am Lenken. Kann natürlich sein, dass der sich noch mit Kühlflüssigkeit gefüllt hat und deswegen jetzt die ganze Zeit noch im Rauchen ist. Aber es geht jetzt seit ein paar Tagen so und ich glaube nicht, dass da so viel Kühlflüssigkeit jetzt drauf gelandet ist. Deswegen, ich nehme das Ding jetzt hier vorne ab und ja, prüft das mal. Ich stelle euch einfach mal hier vorne drauf. So, wie gesagt, ich mache das Ding erstmal hier auf. Ich hoffe, da kommt mir jetzt trotzdem nichts entgegen, weil da immer so ein bisschen Druck drauf ist. Das ist jetzt ungünstig. Druck ist da auf jeden Fall noch drauf. Ist das noch heiß? Nö. Ja, komisch, dass da jetzt noch so viel Druck drauf ist. Ich mache trotzdem mal die Messung, auch wenn das noch ein ganz bisschen warm ist. Also so lauwarm. Mit dem Finger merkt man kaum, dass es noch warm ist. Ich glaube, dass der Aufsatz... Ja, jetzt will ich jetzt hier natürlich ein bisschen schmieren. Aber das muss man mal riskieren. So, jetzt kommt die Pumpe hier drauf. Und dann pumpe ich mal bis 1 Bar. Kann man das so sehen? Ja. Ich pumpe jetzt einfach mal bis 1 Bar. So. Wo ist denn 1 Bar überhaupt? Da oben ist das. So. Nein, oh. Ja gut, 1,3 Bar kann er haben. Ja, ich lege es mal so hin und dann dürfte ich in 10 Minuten sehen, ob der irgendwo Druck verloren hat oder nicht. Ja, wir sehen uns gleich wieder. So, es ist jetzt ein Tag später. Wie ihr auch seht, ich bin jetzt in der Garage, nicht in der Halle. Und zwar hat das Abdrücken gestern relativ wenig gebracht, weil der Motor bzw. das Kühlsystem, also das Wasser, war noch heiß und somit hat es immer wieder Druck verloren und sowas. Und das hat dann gestern nicht wirklich was gebracht, da noch weiter zu machen. Deswegen, ich habe das heute schon mal gemacht. Das Kühlsystem ist komplett dicht. Ja, dass es da hinten geraucht hat, war höchstwahrscheinlich, weil das da mal rausgesprüht ist und sich dann irgendwie auf der Downpipe gesammelt hat und ja, jetzt immer noch aus irgendeinem Grund abdampft. Aber warum ich jetzt in der Garage bin, ist, weil ich einmal die Frontscheinwerfer, beziehungsweise die Scheinwerfer, will ich einmal aufpolieren. Weil die sind jetzt nicht mehr die besten, wo noch höchstwahrscheinlich in den letzten 30 Jahren nicht mehr wirklich poliert oder neu gemacht oder sowas. Die sehen jetzt auf der Kamera sehr viel klarer aus als in echt. Hier ist es normalerweise so ein bisschen, also für mich jetzt, ist das hier relativ gelb. Für euch ist das relativ weiß sogar, also relativ klar. Und deswegen werde ich mich mal dran versuchen, die ein bisschen schöner zu machen, die ein bisschen klarer zu machen und so, dass ich auch im Endeffekt mehr Licht rausbekomme. Dazu nehme ich einmal die Sachen hier. Einmal nasses, also hier Schleifpapier, also Nassschleifpapier. Dann werde ich dann nochmal mit dem Meguiar's Ultimate Compound drauf gehen. Und dann gehe ich am Ende hin mit, ich habe mir jetzt einfach das von Sonax gekauft, ein Scheinwerfer-Coating, also ein Scheinwerferschutz, damit UV-Strahlen und sowas, damit das nicht wieder direkt angilbt und sowas. Ja, werde ich mal draufpacken, beziehungsweise mich dran versuchen, das wieder in altem Glanz scheinen zu lassen. Ich habe die schon sauber gemacht. Ich werde gleich nochmal eben das hier abmachen, damit ich da ein bisschen besser dran kann und damit ich die hier nicht irgendwie vollschmier oder sowas und damit die mir nicht in den Weg gehen. Ja, ich werde mich erstmal an den hier versuchen und dann, wenn ich den fertig habe, werde ich die beiden mal vergleichen und euch dann zeigen, ob das geklappt hat oder nicht. So, der Scheinwerfer ist jetzt fertig. Ich glaube, man sieht einfach auf dem Video überhaupt gar keine Veränderung zwischen den beiden. Also gar keinen Unterschied zwischen den beiden. Den habe ich jetzt noch nicht gemacht, den habe ich jetzt gemacht. Sehen beide relativ gleich aus. So in Person sieht der halt jetzt ein bisschen besser aus, obwohl der jetzt nicht viel schlechter aussieht. Also hat im Prinzip das Ganze nicht wirklich krass viel gebracht. Egal, ich habe es trotzdem gemacht. Ich werde den aber gleich auch nochmal ganz kurz machen. Und ja, dann würde ich auch sagen, das war es mit dem Video. Das waren jetzt so ein paar Kleinigkeiten, die ich halt machen wollte beim MX-5. Einmal das Abdrücken, wo ich jetzt gemerkt habe, es ist nichts undicht, was natürlich nice ist. Hinten den Batterie-Cut-Off oder Switch-Off oder wie man das Ding auch immer nennen möchte. Und halt so ein bisschen die Scheinwerfer aufpolieren. Wie gesagt, so ein paar Kleinigkeiten. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, auch wenn ich jetzt heute nichts krasses eingebaut habe oder sowas, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben. Wenn nicht, gebt einen Daumen runter. Sagt mir auch warum, weil nur so kann ich die Videos wirklich verbessern. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.